Nochmal Unterstützung für Sie vom Erik Jost, der auch keine Tränen vergüssen kann ab Sekundos. Habe ich es richtig im Kopf? Richtig. Also, mir geht es darum, dass Gegner immer das mit den Sekundos bringen. Jetzt frage ich, warum bemüht sich ein Sekondo nicht, der hier geboren ist oder hier aufgewachsen ist, oder wie näher, der 30 Jahre schon da ist, über 50 sich, oder 50, sich nicht um den Schweizer Pass bemüht? Und er muss ja keine Angst haben, den Schweizer Pass nicht, das verstehe ich nicht. Das muss man auch mal überkommen. Herr Valdetaro, ich nehme Sie gerade dazu, Sie sind angesprochen worden. Das tue ich noch sehr gerne erklären. Erstens mal habe ich in Zürich studiert, in Zürich gearbeitet, im Wäldchen gearbeitet, in Basel gearbeitet. Und nachher in Bern. Und dort bin ich einfach zu wenig lang drin, dass ich überhaupt die Anfrage stellen konnte. Das ist nachvollziehbar. Und dann, jetzt wäre ich zu Bern lang genug, wo ich könnte. Und zwar vor 3 Wochen, jetzt wegen der Initiative, die bei mir eine grosse Unsicherheit hervorruft, habe ich vor 3 Wochen meine Papiere eingeschickt, damit ich Schweizer werden kann. Also jetzt machen Sie es, Herr Jost. Ja, Moment. Aber es, hört, es ist so, in der Schweiz bin ich in der Schule schon ausgezählt worden, raus mit der Cink. Ich habe die Schwarzenbach-Initiative durchgemacht. Saisonierstatuten habe ich erlebt. Und so weiter. Und dann ist gewisse Kreise, die einfach sagen, dass der Schweizer Pass viel zu large vergeben wird. Der wird praktisch den Leuten nachgeschossen. Das ist dem nicht so. Ich merke hier in diesem Land, Leute wie ich, die schon lange integriert sind, und so wie ein gewisser. Es ist eine wahnsinnig Willkommenskultur. Aber dann lassen Sie doch den Herrn Jost, der das angesprochen hat, noch ganz kurz replizieren, bitte. Also, wie meinen Sie jetzt das? Eigentlich sind Sie-Bürger gar nicht so einfach. Das stimmt. Also, ich habe jetzt gerade von mir persönlich, meine Frau von Kambodscha, ist vor 6 Jahren in die Schweiz gekommen, hat den Schweizer Pass. Nach 5 Jahren, ich habe mich aber darum bemüht. Ich musste Referenzen bringen und. Leumund und Sie also hat den Schweizer Pass. Können wir das machen? Adrian Amstutz, bitte. Ich meine, das wird dort gemacht, und zwar in Massen, oder? Wir haben zwischen 30 und 40.000 Einbürgerungen. Unser Land hat das von den einfachsten Einbürgerungsverfahren. Darum haben wir nämlich viel mehr entgegen allen Behauptungen, oder? Als andere Länder im Verhältnis zu der Bevölkerung. Und das ist eine Massnahme. Ich begreife auch jemanden, wenn die sagen, zum Beispiel, ich will den Schweizer Pass nicht. Mein Herz ist noch in Italien, ob schon, aber dass ich da lebe, das respektiere ich doch. Das ging mir vielleicht gleich. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass man sich halt irgendwann auch entscheiden muss. Weil der Schweizer Pass, der hat nicht nur Recht, er hat auch Pflichten. Wenn er als Sekondo mit 18 den Schweizer Pass überkommt, lädt Leiber, dann müsst ihr ins Militär. Oder? Und darum ist eben der Vergleich. Ist eben nicht so zu machen. Es geht um Sie, weil der Tag ganz kurz, ja. Wenn Sie kurz ganz fassen, haben Sie kurz, hat recht mit den Pflichten. Ja. Und das, was mir grausam stinkt, dass ich in diesem Land, wo ich Gast bin, aber mich nicht hindert, das Land gleich kritisch sind, die Fragen nicht stimmen kann. Wo aber wegen dem werde ich das ändern, dass ich jetzt Schweizer Bürger werde, damit ich bei diesen Sachen auch mitdiskutieren kann. Aber das ist ja korrekt. Vielleicht könnte ich auch mal sagen. Aber Willkommenskultur, Fragezeichen. Aber dann könnt ihr das vielleicht kurz nachholen. Das sind doch nicht Gast hier, das sind ein Schweizer. Und das möchte ich gerne auch einfach allen Sekondos und Ausländern in der Schweiz sagen. Das sind willkommen hier. Wir sehen die Leute als Chancen, das sind unsere Freunde, das sind unsere Mitarbeiter. Aber die können doch nicht bestreiten, dass mit dem ständigen Hervorstreichen von ausländischen Kriminellen, dass die Wörter so nahe... Kriminelle Ausländer, es geht ja nur um die, da muss man sich... Aber wenn man ständig, das ist das Problem, und wenn landesweite Plakate umhängen, kann man doch einfach nicht bestreiten, dass jemand, der hier als Ausländer lebt, dass ihm das ein mulmiges Gefühl gibt. Schon nur ein Gefühl. Und jetzt mit dieser Initiative wird es nicht nur ein Gefühl sein, sondern eine bittere Realität.